Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Far Cry 6. Wir machen jetzt hier weiter mit der Mission Die Schlacht um Esperanza und wir sprechen jetzt erstmal hier mit unserem Verbündeten. Willst du wissen, warum ich Clara gefolgt bin? Sie hatte eine Vision. Weil sie ganz anders ist als ich. Es gibt zu viele Juans auf dieser Welt. Zu viele Antons und vielleicht auch zu viele Dannys. Aber es wird nie genug Claras geben. Danny, bist du bereit, ein Land umzustürzen? Ja, ich bin bereit. Keine Sorge. Die Schlacht um Esperanza hat begonnen. Genieß jede verdammte Minute, Danny. Als ich das letzte Mal so eine Bootsfahrt unternommen habe, hat Clara mir gesagt, ich sollte in einem Yankee-Supermarkt arbeiten gehen. Sie hat dich nur aufgezogen, Danny. Sie wusste genau, wie du bist. Sie hat mir auch gesagt, dass sie ihre Vision von Yara nie mit eigenen Augen sehen wird. Clara hat sich nicht blind auf all das eingelassen. Sie wusste genau, was auf sie zukommt. Sie sollte an meiner Stelle hier sein, Korn. Du darfst sie vermissen. Aber verliere dich nicht dabei. Wir erobern Esperanza. Für Clara. Viva Libertad! Viva Libertad! Sieh mal da, das Feuerwerk. Wunderschön, oder? Ja, das ist wirklich wunderschön. Nun ist es mein Spruch, Kollege. Der Sieg ist unser! Oh ja, da hast du sowas von recht. Der Sieg ist unser. So, weg mit euch allen hier. Zack, sehr schön. Immer weiter vor, los! Geht euch! Und weiter! Oh. So, Munition einpacken. Und dann auch hier nochmal ganz kurz ins Ausrüstungsmenü rein. Und dort nochmal ganz fix was ändern und nochmal eine andere Waffe kurz ausrüsten. So, und so die hier einmal austauschen mit meinem einen anderen Gewehr. Moment, wo haben wir es denn? Hier. So, perfekt. Und dann hier auch nochmal weiter Pistole, auch nochmal eine andere nehmen. So, die hier. Gut, ich vertraue da meiner alten Ausrüstung. Ich habe Esperanza für euch durchlöchert. Nicht schlecht, Espada. Danny, unser Team ist in die Hauptstadt eingedrungen. Castillos Leute lassen nicht locker, macht euch bereit. Augen auf, Paolo. Radio Libertad sendet live aus Esperanza, Danny! Ich höre dich, Paz. Alles gut bei dir? Ich hab sechsmal gekotzt, bin völlig dehydriert und scheiß mich ein vor Angst. Aber du weißt ja, Revolution und so. Ihm geht's gut, Danny. Und keine Sorge, wir haben einen schönen Soundtrack zum Untergang zusammengestellt. Verkünden wir die Wahrheit. Bist du da? Roger, Yelena. So. Und Libertad ist sehr dankbar. Macht sie alle, Yelena. Dann mal los. So bereit wie noch nie, Lucky. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Hauptstadt zweimal in meinem Leben stürmen würde. Das war das reinste Chaos, Danny. Sowas hast du noch nicht gesehen. Genieße es. Wir schreiben Geschichte. Und wenn du durch irgendein Wunder diesen Turm erreichen solltest, denke daran. Der Krieg ist erst vorbei. Wenn alle frei sind.
Seehöfer, See! Ja, da hast du recht. Wir machen uns kalt, wo bist du? Espada, was ist da los? Antons Luftwaffe! Wir können nicht helfen, wir lassen uns umschrauben. Dann bleib in Deckung, ich komm zu dir! Gracias! Scheiße, da kommt ihr schon wieder! Ich bin gleich da! Hep! Schnell, wir müssen weiter. Da drüben durch, los. Paolo, gib von oben Deckung. Lauf, Danny. Pass auf ihn auf. Esperanza. Hör mir lieber Tat ist hier und bringt euch die echte Stelle, Jaras. Schnell. Okay, ich bin auf dem Weg. Wir müssen weiter gegenhalten. Jo. Mal weiter. Gut, das sind unsere Verbündeten. Dankeschön für die Unterstützung. Und weiter, los. So. Munitionpacks auffüllen. Und weiter rennen. Puh. Okay, das wären wir erstmal durchgekommen. Knapp. Ja, das war wirklich knapp. So. Jetzt geht's dort rein. Hier nochmal alles einpacken, ganz fix. Für alle wahren Jaraner ist nun die Zeit gekommen, sich zu erheben, um ihre Zukunft zu verteidigen. So, aufpassen. Soldaten! Yara hat euch alles gegeben. Gebt nun alles für Yara. Zack. Wow, so ein Geschütz. Gut. Das sind wir los. Jetzt bist du dran. Zack. In deinen Rücken rein. Hier, nehmt das. Wunderbar. Das hier fix einpacken, los. Jetzt heißt es, wir müssen nach oben. Aber erstmal sollten wir vielleicht noch den unteren Bereich hier etwas sichern. Ich höre ja auch noch Gegner. Na los, zeigt euch doch erstmal. Die laufen auf jeden Fall dort oben lang, so wie ist sicher. Halt da hinten, da kann ich den Kletterhaken nehmen anscheinend. Jetzt zeigt es mir das Symbol an, Moment. Wir schauen uns mal hier hinten noch ein bisschen weiter um. Also hier geht es auf jeden Fall wieder nach draußen. Vielleicht gibt es von außen noch einen Eingang mit dem Kletterhaken. Das will ich mal kurz testen. Oder? Nee, gibt es nicht. Okay, hätte sein können, dass man hier von außen irgendwo noch nach oben steigen kann. So, hier komme ich nicht wieder rein. Ich muss den Eingang von eben wieder nehmen. Gut, schnell. Wir wollen ja den guten Anton dort oben nicht zu lange warten lassen. Auf uns. Das wäre ja nicht so freundlich. Hi. Hier geht's nach oben. Sehr gut. Wow, wow, hier ist eine Falle. Autsch. So. Zack, das einmal reinhauen und dann geht's schon besser wieder. Doch, ich habe eine Chance. Vertraut mir mal, meine lieben Feinde. Oh, ich höre schon wieder so eine Falle. Das einmal mitnehmen. Oh, Flammenwerfer. Komm, zurück. Jawohl. Weiter geht's. Oh. Los, wir schmeißen einfach mal Dynamit dort hoch. Perfekt. Kann ich hier durch? Nein.
kann hier lang. Schön sieht hier drin aus. Ah, hier jetzt hoch bestimmt. Ja. Let's go. Wir sind noch eine Etage weiter oben. So muss das. Weiter geht's. Bitte schön, für euch. Wow. Gut, dann habe ich hier nochmal was für euch. Sehr schön. Und weiter. Aufzug rufen. Und weg mit dir. Ich bleib niemals unten. Da geht's zu Castillo. Du hast Tausende getötet, meine Stadt in Brand gesteckt, den Traum vom Paradies vernichtet. Das Einzige, was zwischen dir und dem Thron steht, sind ich und mein Sohn. Ich bin kein Diktator. Lügen. Du bist nicht Clara. Yara brennt und Feuer löscht man nicht mit freien Wahlen. Er ist etwa so alt wie ich, als die Guerrieros meinen Vater töteten. Ich hätte nie gedacht, dass du das auch durchmachen musst. Es tut mir leid, Diego. Du bist mein Löwe. Alles, was ich tat, tat ich nur, um dich stark zu machen. Du musst ihn nicht töten. Er stirbt eh bald. Eine Sache noch, Mihiro. Es gibt nur eins im Leben, das immer wahr sein wird. Weißt du, was das ist? Der Tod. Sie. Du beschützt ihn. Vor deinen Freunden. Vor den Monstern. Ihm passiert nichts. Versprochen. Lügen. Diego! Nein! Es kommt alles wieder in Ordnung. Bleib ganz ruhig, Chamaco. Es ist okay, Danny. Nicht reden. Weißt du das? Das ist der Gestank des verdammten Sieges. Juan, er hat Diego in die Brust geschossen. Willst du mich verarschen? Vergiss das Kind. Fick dich, hier verblutet. Wurde ihr ins Herz getroffen? Atme dir. Lucky, keine Ahnung, da ist zu viel Blut. Bleib, wo du bist. Wir kommen hoch. Komm schon, Diego. Bleib bei mir, Chamaco. Ist schon gut. Ist schon gut, Annie. Du warst Fortunas Nummer eins. Nein, nein. Zur Seite! Lucky, wie steht's um ihn? Ich frag das ja nur ungern, aber was machen wir jetzt? Yara braucht einen Anführer, bis wir Wahlen abhalten können. Hier gibt es nur eine Person, der ich vertraue. Sag bloß nicht du selbst. Yara gehört dir, Dani. Lo siento. Nein, gehört es nicht. Ich bin keine Politikerin. Clara war eine. Und du vielleicht auch. Der einzige Grund, aus dem wir hier stehen, ist, dass wir nicht darauf gewartet haben, dass eine Person unsere Probleme löst. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist Revolution Pflicht. Wo gehst du hin? Ja, da gehört euch. Verkackt das nicht.
Auf gefallene Helden. Auf ihr Yara. Meister Dani, es wird niemals Wahlen geben. Da draußen sind mehr als genug von Castillos Freunden, die dafür sorgen werden. Willst du auf die Jagd gehen? Es ist, als würde ich in einen Spiegel schauen. Einmal Guerilla? Immer Guerilla. Habe ich dir je erzählt, wie Santos mich mal nach Uganda geschmuggelt hat, damit ich ihm ein scheiß Zebra klaue? Ja. Garstige Biester, aber das hält mich nicht auf, Dani. Gib mir nur Selbstvertrauen. Libertad, danke dir für deine Hilfe. Und ich habe gute Neuigkeiten. Unser Viviro-Vorrat hat sich verdreifacht. Echt traurig mit dem Castillo-Kind. Ich meine, was sein Papa getan hat. Wow, das ist echt verrückt. Eine Tragödie. Tja, weißt du, manche Leute sind einfach krank im Kopf. Hallo, Manu. Völlig außer Kontrolle. Nächste Woche, selbe Zeit. Da kannst du einen drauf lassen. Ja.